Also, dass sie auf Jungs steht, schließt ja auch nicht aus, dass sie auch auf Mädchen steht. So, maybe B? Maybe. Maybe, ja. Maybe. Herzlich willkommen bei Bubbles. Schön, dass du da bist. Wir sind der Ort im Internet, wo wir über Dinge sprechen, über die sonst keiner so wirklich sprechen mag. Zum Beispiel, was ist, wenn ich auf Social Media unterwegs bin und Girls sehe, die super hot sind und dann plötzlich an meiner sexuellen Orientierung zweifle? Bin ich dann bi? Dazu haben wir übrigens eine Frage bekommen und die liebe Alexa wird sie uns jetzt einmal vorlesen und dann hoffentlich auch beantworten. Also die Frage lautet, hallo, ich bin weiblich 16. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dass ich Frauen sehe, die ich gut finde. Dann, wenn ich aber wieder Instagram zumache, denke ich, dass ich auf Jungs stehe. Ist das normal? Und ich glaube, dass halt in den Medien es viel einfacher ist, so Frauen zu finden, die halt nach außen hin so sehr stark das Leben so queer sind und das nach außen hin zeigen. Mhm. Und in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber vielleicht lebt sie jetzt auch nicht in Berlin, wo das noch ein bisschen offener ist, ne, und mehr gelebt wird, die sexuelle Orientierung. Aber wahrscheinlich ist in ihrem Umfeld einfach auch keine Frau, die das so nach außen hin lebt und da bietet sich sozusagen an, irgendwie Männer zu daten, die halt auch Interesse zeigen. Und deswegen glaube ich, dass das schon sehr stark am Umfeld so liegt und dass, wenn du jetzt auf Instagram zum Beispiel eine Frau siehst, du die gut findest, dann auf jeden Fall nicht ignorieren, weil das ist schon ein Zeichen. Und diese Frau symbolisiert ja wahrscheinlich auch was. Also die löst ja was in ihr aus, so, ne? Und die symbolisiert vielleicht alle Frauen, die irgendwie nach außen queer sind und die für sie interessant sein könnten. Nur im Umfeld ist das halt nicht. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man dann wieder denkt so, nee, ich stehe doch auf Jungs, so, weil hier der Junge hat irgendwie Interesse an mir gezeigt. Woran erkennt man denn, dass man bi ist? Naja, wenn sie ganz klar weiß, also bisexuell ist ja, du stehst ganz klar auf beide Geschlechter, also männlich und weiblich. Das heißt, wenn sie ganz klar weiß, so, ich stehe auf Männer, Jungs, so, ich habe Erfahrungen gemacht und stehe auf die, ne, so auch sexuelles Interesse. Und aber sie auch merkt, ich habe auch sexuelles Interesse an Frauen, dann kann sie sich als bisexuell identifizieren. Meinst du, dass Social Media, also insbesondere Instagram und Co., das so ein bisschen triggern, beziehungsweise noch ein bisschen präsenter machen? Ich glaube ehrlich gesagt schon und ich finde es gut. Also ich finde es gut, dass immer mehr da auch nach außen gegangen wird und dass es so Plattformen wie TikTok und Instagram gibt, wo man so irgendwie so einen sicheren Raum hat, wo man das irgendwie auch ein bisschen so experimentieren kann und das so rausfinden kann, weil das gab es halt ganz lange nicht. Ne? Ich finde es richtig gut, dass es das gibt und ich glaube schon, dass das auch triggert. Aber es ist ja gut, wenn wir drüber nachdenken. Auf und sexuelle Orientierung ist ja auch fluide. Man muss nie sich jetzt ein Label geben und dann denken, es bleibt immer so. Es kann immer sich auch ändern. Also würdest du vorschlagen oder würdest du sagen oder der Person mitgeben, dass sie sich einfach mal ausprobieren sollte, oder? Ja. Also nicht gleich so daran zweifeln und sagen, ist das normal, ich stehe auf Jungs, weil das normal ist, sondern den Gefühlen hingeben. Also, dass sie auf Jungs steht, schließt ja auch nicht aus, dass sie auch auf Mädchen steht. So maybe B? Maybe. Maybe, maybe. Ja. Wie ist denn deine Erfahrung so? Also wenn du jetzt selber so auf Social Media guckst, fühlst du dich dadurch so ein bisschen gedrängt oder bestätigt oder was löst das in dir aus? Also auf TikTok ganz klar, da gibt es so verschiedene Sparten und ich bin wirklich in der Gay-Sparte. Also alle Videos, die mir ausgespielt werden, ne, der Algorithmus hat schon verstanden. So. Ja, meine auch. Queer Lady. Meine auch. Aber ich finde es gut. Ja, ich finde es auch gut. Ich sag ja nichts dagegen. Ne? Womit ich halt interagiere und dann wird mir das auch ausgespielt und selbst auf Instagram so, weil ich ganz stark präsent bin und irgendwie auch so über LGBT-Rechte rede, finde ich da auch immer mal wieder Frauen vielleicht attraktiv so. Und ja, also deswegen, ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ja. Jetzt habe ich mal eine Frage, die bestimmt auch die Community so auf der Zunge brennt. Bist du vergeben? Kein Kommentar. Kein Kommentar? Aber du guckst trotzdem noch. Also wenn du auch so schwer, ne? Also nein, ich date. Ja, aber selbst wenn du datest, guckst du dann trotzdem noch? Ja, ich mache ja keine Annäherungsversuche, aber ja. Okay. Auf jeden Fall, da läuft was. Und die Sache ist halt nur die, dass, damit wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, dass Social Media ja so stark in unserem Leben integriert ist, dass man dann anfängt zu zweifeln. Und selbst wenn man, und das wollte ich nochmal sagen, selbst wenn man in einer Beziehung ist, selbst wenn man auf Männer steht oder auf Jungs, dass man trotzdem noch gucken kann, weil man sich ja entwickeln soll. Und das ist ja genau, worauf ich bei dir hinaus wollte, dieses Frei sein und probieren. Ja. Oder? Voll, auf jeden Fall.
Hast du gut gesagt. Ja. Und was würdest du unserer Userin jetzt noch mitgeben wollen, die ja gesagt hat, dass sie sich nicht sicher ist? Ist sie denn jetzt bi oder nicht? Was willst du ihr mitgeben? Du musst das gar nicht festlegen, also sowieso nicht. Aber ja, probier dich aus und musst dir kein Label geben. Aber wenn du das gerne hast und weißt so, ja, ich finde die Frau oder das Girl, was du irgendwie auf Instagram siehst, attraktiv, dann darfst du dich auch bisexuell nennen, auch wenn du noch keine Erfahrung gemacht hast. Also es liegt ganz bei dir. Um das nochmal klarzustellen, du bist gut, so wie du bist. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann gerne ab in die Kommentare damit. Gerne auch anonym per Telonym oder schreib uns eine E-Mail an bubbles@funk.net. Hier oben kommt ihr zum Bubbles-Video mit der lieben Maria von Auf Klo, wo es um die sexuelle Orientierung geht. Und hier unten haben die lieben Kollegen von Reporter eine coole Reportage mit der Alexa gedreht. Welche Probleme haben lesbische, feminine Frauen eigentlich so im Alltag?